Leute kommen zu uns. Wir haben durchaus Menschen, die herkommen, ihre Anzeigen machen. Wir hatten hier zum Beispiel den Fall, dass eine junge Frau massiv belästigt wurde und angespuckt wurde. Die kam dann hierher direkt, hat Hilfe gesucht und es ist dann gelungen, dass die Täter auch festgenommen werden konnten. Drogenhandel lassen wir auf keinen Fall gewähren. Die Süchtigen sind nicht die, auf die wir das als Polizei abgesehen haben. Es kann ja nicht sein. Suchtkranke Menschen. Ja. Aber die Händler, die versuchen wir zu kriegen und idealerweise nicht allein den Straßenhändler, sondern idealerweise die Strukturen dahinter. Nee, die gehören einfach nicht hier zu. Es ist einfach unangenehm, dass die hier sind. Warum nicht? Könnt ihr das ausdrücken? Weil hier ist eine komplett andere Welt als so eine Welt, was die hier denken. Wenn ich Erfahrungen mit Polizei gemacht habe, war es immer unangenehm. Die Haltung, die Attitude, die sie einem gegenübertreten.